machen Herdöpfel, dämpfte Herdöpfel mit einer Tzatziki. Und für das brauchen wir einen Naturjoghurt, eventuell so ein Meerrettich, Sojanandafrischkäse oder auch Natur, ein bisschen Zitrone, ein Knobli. Wichtig ist Schnittlauch und vielleicht noch ein bisschen Täterli und Herdöpfel. Eher grössere, also der ist ideal, die sind nicht ganz ideal. und natürlich unser schönes, wunderbares Dampfsieb, das immer etwas bringt. Jetzt könnten wir die Herdöpfel waschen, die lassen wir ganz und dann sie da drin dämpfen. Und Anouk, willst du schon mal mit dem Tzatziki anfangen? Mhm. Also für das brauchen wir eine gute Schüssel. Die haben wir hier schon parat gestellt. Du kannst das ganze Natto-Joghurt rein tun und den ganzen immer abschlecken, unbedingt. Den ganzen Natto-Joghurt rein tun und den ganzen Sojanandafrischkäse. Und nachher würde ich sagen, zwei Knoblauchzehen, nicht der ganze Knoblauch. Ja. Irgendwo noch eine Zitrone aufschneiden. Genau, immer schauen, hey, sie macht Flasche. Wow! Anouk ist mein Sous-Chef. Das ist automatisch mit drei Kindern. Das ist, bist du in einem Müllcontainer lebst. Schon, ja. Und jetzt so ganz klein schneiden, ganz fein hacken. Ja, und dann ganz fein hacken. Wir können es drin pressen, aber so haben wir noch mal ein bisschen Struktur in unserem Tzatziki. Dann haben wir hier einen Schnittlauch an der Tafel. Ah, der ist schon dort. Super. Gut. Was auch noch praktisch ist, ist, wenn man da immer so ein Tüchli dabei hat. Kitchen Tips Number 223. Genau, und bei den Kräutern allgemein schnetzt sich eigentlich in letzter Zeit und immer öfter auch die ganzen Stiele rein. Und dann haben wir hier ja den Schnittlauch. Ist das ein bisschen genug, oder willst du noch feiner? Noch ein bisschen feiner durchhacken, ja. Und weißt du was, wenn wir noch einen dritten Knoblauch zählen? Komm, gleich mal. Du bist für den Schnitt zuständig. Leben dir eigentlich zuhause alkoholfrei? Ja, eigentlich irgendwie schon, ja. Also nicht bewusst, aber ich stehe seit irgendwie 100 Jahren. Stimmt, mit drei Kindern. Und wenn dann noch ich bin sauber. Zwei, drei Jahre stillst und, dann, und in der Schwangerschaft ja auch, das sind dann auch noch mal 10 Monate, die dazukommen. Ja, ja, also dann stillst du vielleicht 2 Jahre. Das heisst, du bist schon mal 3 Jahre ohne Alk, dann bist du wieder schwanger. Mhm. Wow. Ja, ja. Das hätte ich nie gedacht, schon bei der ersten Schwangerschaft. Ich dachte, hey, nein. Nein, das mache ich nicht mehr. Und dann plötzlich, oh, es ist so schön. Ja. Ja. Das ist wirklich schön. Das ist ja auch nähren. Mhm. Und vor allem Milch schmeckt nach dem, was du isst. Ja, es schmeckt eigentlich wie. Es schmeckt sehr ähnlich. Du musst vielfältig essen und dann hat das Kind nachher auch gerne Vielfalt. Ah. Ist ärztlich bewiesen. Ja, weil. Ja. Zum Beispiel, also, das. Habe ich gut gegessen. Weil der Cesai, ja, mein Erster, der isst einfach alles. Alles. Ja. Es gibt nicht, zwei Sachen nicht gern, die gleichen, die ich nie gern hatte. Eben. Hast du nie gegessen? Ich mache das ein bisschen wie Miesmilch, findest du nicht? Watching me! Voll professionell da. Gut. Mhm. Den Knoblauch können wir dann auch gleich so rein. Ja, das ich ist sehr fein, ein... sehr gut. Okay. Sous-Chef Anouk Manser. Sagt man Maser oder Manser? Manser. Und du bist mit dem Bruno Manser irgendwie verwandt? Ist mein Onkel gesehen. Also Großonkel. No way! Doch. Hidden Story! Gell? Krass! Nein, stimmt nicht. Ja, mach drauf! Am 11. Am 11. macht Kosmos wieder auf. Es gibt ja ein Gericht auf der Karte von mir. Ich habe jetzt neues. Ja. Es ist so ein. Also das erste, jetzt habe ich ein neues entwickelt für die neue Saison, aber das erste war eigentlich ein Pink-Dinkel-Risotto mit so einem Yellow Curry und Kichererbsen und Kürbis. Ja. Ja, ich bin selber manchmal gegessen. Ich habe es mega gut gefunden. Ein bisschen Gemüsebouillon geht auch zu salzen. Oder wenn man gar kein Salz hat, auch ein bisschen Sojasauce. So. Ah, du hast noch etwas mitgeschickt, das fermentierte Würz. Fläschchen hier. Genau, das Umesu, ja.
Was brauchst du das alles? Genau, das kommt nachher im Video dann mal vor in den nächsten Tagen für eine Salatsauce. Aber du kannst, es steht ja auch Würze drauf, oder? Du kannst es zum Würzen brauchen. Wie Matschi, oder? Also bei der Salat, es ist eigentlich fermentierte Aprikose. Das ist so ein japanischer Essig, mega fein. Ja. Aber wenn du es für die Salatsauce brauchst, darfst du ja keine Salz- oder Tamari-Sauce oder so irgendwas. Okay. So, also die Tzatziki ist eigentlich fertig. Dann haben wir hier Zitronen und noch ganz viel Blumenkohl. So. Hat sie mich Bam Bam oder so genannt, weil ich so gerne Fleisch. Ah, hast du so ein Fleischdinger? Ja, sehr fest. Okay. Und weißt du, ich bin eine Pesketarierin, gar nicht eine echte Vegetarierin. Mhm. Und das ist schon noch so manchmal bei Fisch, so Jakobsmuschel, so ein Schweizer Fisch. Aber ich mache es einfach nicht mehr. Aber jetzt von der Kulinarik her. Ja. Man kann auch gut mit Pilz oder also es gibt auch Möglichkeiten, wo man so ein gewisse Flavor kann kriegen mit Algen oder so, wenn ich es mal wirklich vermisse. Also jetzt haben wir hier die Bio-Herdöpfel. Wie lange hast du jetzt gedämpft? Knapp ein über 10 Minuten, 15 Minuten Herdöpfel, weil es, also vor allem wenn es ganz sind, oder? Das geht etwas länger. Und ich würde jetzt mit der Schale aufschneiden, das ist ja auch Bio-Schale, kann man auch essen. Oder man kann es dann auf dem Teller später, sonst nicht. Und dann haben wir hier die Tzatziki. Ich nehme es erst. Oh, jetzt möchte ich alles abschlecken. So. Paulus hat nämlich auch Hunger. Ist immer fleissig am Drehen. Dann noch etwas, also hätte man auch vorher können auf die Herdöpfel tun können. Ein bisschen Zitronensaft drüber und richtig viel noch von dem Peterli. Ah, vielleicht noch mal ein bisschen über den Peterli auch ein paar Zitronentropfen, das kommt sicher gut. Jetzt könnte man noch ein bisschen Pfeffer oder so und schon hat man ein wunderbares Mittag. Also die können Herdöpfel und ich bin Tzatziki essen, ist gut? Ja, ist gut.